Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, den Sterblichen ewig dem Tode verfallen neun, einer dem dunklen Herrn auf dunklem Thron, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Diese Worte zählen zu den charakteristischsten Sätzen der modernen Literatur. Auch wenn sich der Ton und das Thema des Gedichts grimmig anhören, gehört es doch zu einem Werk, das von Millionen Menschen auf der ganzen Welt geliebt wird. In jeder großen Sprache und in jeder Kultur kennt man diese Zeilen. Der Herr der Ringe. So etwas wie einen natürlichen Tod gibt es nicht. Nichts, was je einem Menschen passiert, ist natürlich, denn allein seine Gegenwart stellt die ganze Welt in Frage. Alle Menschen müssen sterben, aber für jeden Menschen ist sein Tod ein Unfall. Und selbst wenn er dies weiß, er kann es spüren, es ist ein unberechtigter Übergriff. Sie können mit diesen Worten einverstanden sein oder nicht, aber sie sind der Schlüssel zum Herrn der Ringe. Eines der Kennzeichen eines großen literarischen Werks ist, dass es altehrwürdige literarische Motive widerspiegelt und einzigartig ist. Der Herr der Ringe ist eine fantastische Mischung aus Tradition und Originalität. Austrog Vestri, Althjover, Dwalin, Beaver, Bauver, Bumber, Nori, Alnog, Alnar. Die Voluspa ist ein altnordisches Gedicht, das Tolkien sehr gut kannte. Es beschreibt eine vollständige Geschichte der Welt, von ihrer Schöpfung bis zu ihrer endgültigen Zerstörung und der Hoffnung auf eine spätere Wiedergeburt der Erde. Es werden alle Geschehnisse aufgezählt, die dazu führen. Tolkien nahm seinen Namen für die Hobbits und den Namen Gandalf aus diesem Gedicht. Tolkien ließ sich beim Herrn der Ringe auch von den Sagen, das Nibelungenlied und der Völsungasaga inspirieren und insbesondere von der Sage von Sigurd bzw. Siegfried und dem Drachen Fafner. Es gibt eine ganze Ansammlung von Ringen in Fafners Schatz. Und der sterbende Drache sagt zu Sigurd, diese Ringe werden dein Tod sein. Ganz ähnlich also zu, dieser eine Ring wird dein Tod sein. Und er wird viel Leid bringen. Du solltest ihn nicht mit dir nehmen. Professor Verlin Flieger hat sich lange Zeit mit der Beziehung der antiken Mythologie zu Tolkiens Werk beschäftigt. Er war sehr erregt darüber, dass England keine Mythologie hatte. Die Kelten hatten eine, es gibt die klassische Mythologie der Griechen und der Römer. Und ich glaube, es war die Kalevala, die finnische Mythologie, die ihn dazu inspirierte, eine Sammlung von Sagen anzulegen. Einige formulierte er voll aus, andere skizzierte er nur grob. Er erschuf für sein Land, nicht für das Jedermanns England, sondern für sein England die Mythologie, die es brauchte. Professor Tom Shippey hat einen großen Teil seiner akademischen Laufbahn der Untersuchung von Tolkiens Interesse an Sprachen gewidmet. Ich denke, man kann sagen, Tolkien interessierte sich für die Mechanismen der Sprache, zu einer Zeit, als die meisten Menschen diese nicht einmal bemerkten. Es gibt wohl eine Art linguistischer Begabung, so wie es eine mathematische Begabung gibt oder eine Begabung fürs Schachspiel. Besonders virtuose Musiker können Dinge, die wir anderen uns nicht einmal vorstellen können. Das Gleiche gilt für Menschen, die sprachbegabt sind. Tolkien war ganz offensichtlich einer von ihnen. Tolkien ist offensichtlich einer von ihnen.
Tolkien ging es um den Klang der Sprache. Es ging ihm um Sprache als Musik. Sprache bestand für ihn primär aus Klängen. Er sagte, a cellar door, eine Kellertür. Er hat es sicher im Dialekt ausgesprochen. A cellar door, das war für ihn eine der schönsten Klangsequenzen in der englischen Sprache, vor allem, wenn man es von der Bedeutung trennt. In diesem Sinne ist die Elbendichtung das gleiche wie eine englische Dichtung. Wenn er also schreibt, dann klingt das wie, die Abschiede waren lang, das Gras war grün, die Schierlingsdolden groß und schön. In einem Interview bei der Konferenz der Mythologischen Gesellschaft bezaubert Philippa Boyens, die Drehbuchautorin des Kinofilms Der Herr der Ringe, das Publikum mit ihrer Darbietung von Tolkiens Elbensprache. So hat sich die Welt verändert. Ich kann es im Wasser spüren, ich kann es in der Erde fühlen, ich kann es in der Luft riechen. Tolkien glaubte auch, dass es eine Vorgeschichte der alten englischen Literatur gab, dass sie nicht der Beginn einer Tradition ist, sondern das Ende. Die Geschichten der verschiedenen britischen Völker konnten alle zusammengefügt werden. Und das tat er auch. Dabei entstand ein Bild von dem, was gewesen sein könnte. Ich denke, Tolkien hatte die Idee von einer Art Parallelwelt. Er sagte dazu, ich habe das alles rekonstruiert. Wir haben keine Aufzeichnungen darüber, aber wir haben wenigstens Spuren davon. Und wenn man diese Spuren zurückverfolgt, dann kann man erkennen, dass es etwas hinter all diesen Spuren gibt. Ich glaube wirklich daran. Beowulf zum Beispiel ist ein Märchenepos. Märchen sind so etwas wie Kurzgeschichten. Oft meint man, sie seien für Kinder gedacht. Epen sind große, umfangreiche Werke, von denen viele denken, sie seien das Höchste, was der menschliche Geist hervorbringen kann. Märchenepos klingt also wie ein Widerspruch in sich. Natürlich sagen immer noch viele, das kann man doch nicht machen. Und ich glaube, Tolkien hat sich gesagt, okay, Sie sagen, das geht nicht, dann zeige ich Ihnen, dass es doch geht. Während er über eine Epoche, eine Sage oder eine vorgeschichtliche Welt nachdachte, erfand Tolkien den Begriff Subkreation. In einem Essay mit dem Titel Über Märchen erklärt er, was er damit meint. Eine Methode, die die innere Schlüssigkeit der Realität ermöglicht oder zu ermöglichen scheint, ist wirklich eine Sache, die einen besonderen Namen verdient. Er beschreibt die Kunst, die Verbindung, auf die es ankommt, zwischen der Vorstellung und dem Endergebnis zu schaffen. Das ist Subkreation. Er glaubte, dass Gott ein Schöpfer war und dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen wurden. Und ein Beweis dafür ist unser Wunsch, selbst etwas zu erschaffen. Aber wir können nichts erschaffen, denn wir können nur das nutzen, was schon da ist. Was wir also tun, ist subkreieren. Das scheint der Kern dessen zu sein, was Fantasy-Literatur ausmacht. Tolkien stellt die fantastischen Elemente sehr ausführlich dar, damit sie innerhalb dieser Welt als völlig normal erscheinen. Ich denke, das ist es, was alle guten Fantasy-Autoren machen. Sie erschaffen die Vorstellung, dass die Dinge in dieser anderen Welt genau so laufen. Und man akzeptiert das einfach, während man die Geschichte liest. Vieles ist nicht Fantasy im eskapistischen Sinn. Es ist keine Flucht in eine Scheinwelt, wie es die Kritiker oft andeuten, die sein Werk nicht verstehen. Es ist hyperreal. Es ist in transzendentem Sinn real. Denn es ist ein Universum, das auf altmodische Art parallel zum wirklichen Universum existiert. Der Fantasy-Autor Peter Beagle glaubt, dass es ein charakteristisches Merkmal der Heldenliteratur gibt: die Suche. Die Suche ist ganz klar immer eines der Hauptmotive in Märchen und in Legenden. Die Suche an sich ist normalerweise wichtiger als das, was am Ende gefunden wird. Was den Suchenden auf der Suche passiert, macht die Geschichte aus. Wofür man zum Helden wird? Für die Nordländer ist das klar. Für Reichtum und Ruhm. Und nun kommt Tolkien und versucht, einen Helden zu erschaffen, dem es nicht um Reichtum und Ruhm geht.
und auch nicht um Rache. Anders als in traditionellen Geschichten geht die Suche im Herrn der Ringe nicht darum, ein mächtiges Objekt zu bekommen, sondern es zu zerstören. Jetzt endlich müssen wir einen harten Weg nehmen, einen unvorhergesehenen. Darin liegt unsere Hoffnung, wenn es überhaupt Hoffnung gibt, den gefahrvollen Weg gehen nach Mordor. Wir müssen den Ring dem Feuer überantworten. Es ist beinahe eine Antisuche. Es ist eine Suche, um etwas sehr Böses wieder rückgängig zu machen. Könnten wir das heute tun? Handeln wir so? Achten wir auf Dinge, von denen wir wissen, dass sie Macht haben, sehr viel Macht? Haben wir die Kraft und den Mut, sie ungeschehen zu machen? Der Herr der Ringe ist vergleichbar mit vielen Werken der westlichen Literatur. Von der Odyssee über den Verlust des Paradieses bis hin zur Artus-Sage, The Idols of the King. Sie alle dramatisieren den immerwährenden Konflikt zwischen den Mächten der Finsternis und den Mächten des Lichts. Die Hobbits sind für Tolkien eine Art Hommage an das ländliche England, an die englische Landbevölkerung, die er aus seiner Kindheit kannte. Wir haben in der Tatsache, dass die Hobbits die Auserwählten sind, eine Erhebung der Bescheidenen. Man hat nicht den Großen und Mächtigen diese Aufgabe gestellt. Es sind die Hobbits, von denen in Mittelerde noch nie jemand etwas gehört hat. In all den Heldengeschichten, die Mittelerde zuvor geprägt haben, wurden die Hobbits übersehen. Tolkiens Charaktere repräsentieren die verschiedenen Seiten der Menschheit. Nur eine Figur steht über allen anderen. Frodo. Frodo ist fast ein Antiheld. Er ist nicht groß, er ist nicht stark und er ist nicht mächtig. Und man hat das Gefühl, dass Frodo weiß, dass er gerufen worden ist. Er hat eine Berufung. Frodo will nicht zur Suche aufbrechen. Er ist nur widerwillig ein Held. Die meisten der Roman- und Fantasy-Helden suchen das Abenteuer. Aber Frodo würde das Abenteuer lieber nicht suchen. Er hätte die Bürde, den Ring zu tragen, lieber nicht. Aber er nimmt diese Verantwortung an. Er weiß, dass er etwas in sich trägt, das es notwendig macht, diese Aufgabe zu übernehmen. Zwar sind Tolkiens Charaktere, die die gute Seite repräsentieren, nicht perfekt, aber sie kämpfen für die Gerechtigkeit. Sie stellen sich gegen Tyrannei, Hoffnungslosigkeit und Versklavung, kurz gesagt gegen das Böse. Und so sehen wir wieder einmal die archetypische Schlacht zwischen den guten und den bösen Kräften im Menschen. Die Episode Gandalf gegen Balrog ist ein weiteres Beispiel für die exzellenten, subtilen Tiefen in Tolkiens Werk. Gandalf ist ein Symbol für alles Gute, Richtige, Gerechte und Gnädige, während das Balrog das alles Verschlingende und mächtige Böse repräsentiert. Wenn Gandalf sagt, ein Diener des geheimen Feuers bin ich, du kommst nicht durch, hört sich das in diesem Zusammenhang an wie etwas, was man sagt, um einen Feind einzuschüchtern. Aber nach dem, was wir aus Tolkiens Mythologie erfahren, ist das geheime Feuer die Fähigkeit, fühlendes Leben hervorzubringen, was in Tolkiens monotheistischer Figur nur dem einen zusteht. Wenn Gandalf also sagt, ein Diener des geheimen Feuers bin ich, dann sagt er eigentlich, ein Diener Gottes bin ich, ich bin ein Engel. Das Böse im Herrn der Ringe mag archetypisch und überholt erscheinen, aber es ist auch eine Parallele zu der schrecklichen Realität der modernen Zeit. Die schlimmsten Gräueltaten des 20. Jahrhunderts wurden nicht von dem üblichen, blutverschmierten Schurken verübt, der Menschen nur ermordet, weil es ihm gefällt, weil es ihm irgendwie Befriedigung verschafft oder der einfach hinter Geld her ist. Sie wurden ausgeführt oder zumindest veranlasst von Menschen, die ordentliche Hemden trugen und Krawatten, die in einem Büro saßen und deren Hände absolut sauber waren. Aber dennoch haben sie eine Art schrecklich bürokratische, industrialisierte, organisierte Ausbreitung des Bösen erschaffen. Wenn man also auf das 20. Jahrhundert zurückblickt, dann stellt man sich die Frage, was ging da schief?
Um 1900 herum sieht es so aus, als wären wir auf einer schönen Kurve nach oben, hin zu moralischem Fortschritt und zunehmendem Wohlstand. Aber irgendwie fiel das alles während Tolkiens Leben auseinander. Er beschreibt uns eine ganze Reihe von Menschen in verschiedenen Stadien der Korruption. Die Geister verharren dort zwischen Leben und Tod, zwischen Existenz und Nichtexistenz, ohne Leidenschaft, ohne eigene Interessen. Sie projizieren stattdessen alles nur auf Trostlosigkeit, Leere, Hoffnungslosigkeit. Das sind ihre einzigen Gefühle. Man könnte sagen, das ist ein Bild vom Bösen im 20. Jahrhundert. Denn es war schlimmer als alles, was wir je zuvor gesehen hatten. Fantasy ist eine Art Nebengattung in der Literatur des 20. Jahrhunderts. Aber ich denke, wo Tolkien alles übertrifft und genauso modern, wenn nicht sogar moderner wird, als jeder andere, das ist bei der Auswahl seines Stoffes. Es geht um Krieg und Machtgier. Das vielleicht treffendste Beispiel für dieses Thema zeigt sich, als Saruman, der Zauberer, versucht, Gandalf davon zu überzeugen, seine Freunde und Verbündeten zu verlassen und sich seinem Erzfeind Sauron anzuschließen. Wir können den rechten Augenblick abwarten. Wir können unsere Gedanken in unseren Herzen verschließen, vielleicht das Böse, das nebenher angerichtet wird, beklagen und doch das hohe und letzte Ziel billigen. Wissen, Herrschaft, Ordnung. Alle diese Dinge, die zu erreichen wir uns bislang vergeblich bemüht haben, eher gehindert als unterstützt durch unsere schwachen und untätigen Freunde. Unsere Absichten brauchen keine wirkliche Veränderung und würden sich auch nicht ändern, nur unsere Mittel. Was heißt wirklich? Was heißt keine wirkliche Veränderung? Das heißt, dass es tatsächlich eine sehr große Veränderung geben wird, aber wir werden vorgeben, es sei nichts geschehen. Es gibt Menschen, die so etwas zu sich sagen und es auch glauben. Wenn das passiert und man glaubt, es sei nichts geschehen, dann rutscht man hinab ins Verhängnis. Und so erscheint der Ring als ein Symbol für die schlimmsten Abgründe der menschlichen Natur. Wenn man die Basishandlung des Herrn der Ringe erkennt, dann denkt man automatisch, dass der Ring für Macht steht. Er hat alle Zeichen dafür. Man kann sich mit ihm in guten Absichten einlassen, aber er wird diese guten Absichten verderben. Man kann niemandem, der ihn trägt, trauen. Als Frodo in Versuchung geführt wird, kann er dem Bösen nicht widerstehen. Ich denke dabei an das Vaterunser, denn ich glaube, das ist es, woran auch Tolkien dachte. Die Bitten im Vaterunser heißen, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die Versuchung liegt in unserer Verantwortung, aber das Böse selbst ist nicht in uns. Es geht um gute Taten, um Aufopferung. Und der Schlüssel dazu ist der Gedanke der Willensfreiheit. Man erkennt diese Art sublimer, mystischer Verbindung zwischen der Tat aus freiem Willen und der Liebe zu Gott. Der freie Wille und die Vorsehung arbeiten Hand in Hand. Und wenn der freie Wille aufopfernd und voller Liebe handelt, dann steht ihm die Vorsehung zur Seite. Wenn die Taten gegen die Gebote der Liebe verstoßen, gegen die Gebote der Selbstaufopferung, dann arbeitet die Vorsehung dagegen. In vielen ähnlichen Szenen haben wir eine Art Zweideutigkeit, die nie aufgelöst wird. Und es ist vor allem der Ring, der diese Zweideutigkeit ausdrückt. Wir wissen nie, ob das Böse in uns steckt oder nicht. Und es gibt gute Gründe für beide Möglichkeiten. Die duale Natur des Rings wird im signifikantesten Charakter des Herrn der Ringe dramatisiert: Gollum. Gollum macht Frodos Schatten nach. Frodo repräsentiert eine sehr britische Lebenseinstellung, denn natürlich ist man nicht weinerlich. Natürlich ist Weinerlichkeit absolut unbritisch. Gollum ist ein sehr weinerlicher Typ und Gollum ist sehr, sehr eigennützig. Gollum wird töten, um sich selbst zu schützen. Gollum verfolgt mich wie sonst kein anderer Charakter. Gollum wurde von diesem Ring, den er so lange besessen hat, ausgebrannt. Er wurde buchstäblich verwandelt.
Und dennoch, das, was er zuvor war, existiert immer noch in ihm. Von allen Zeilen dieser Trilogie geht mir die eine nicht aus dem Kopf, in der Gollum einen kurzen Moment über eine Zeit in der Vergangenheit spricht. Er spricht zuerst in der dritten Person zu sich, als Meagol jung war, als ich jung war, bevor der Schatz kam. Ich denke, er ist einer der wichtigsten Charaktere in der Literatur des 20. Jahrhunderts. Er ist eine gespaltene Persönlichkeit. Er spiegelt ganz klar das schreckliche Zerren von Gut und Böse wider und den Zwiespalt der menschlichen Natur, wenn man als menschliches Wesen in beide Richtungen gezerrt wird. Das ist ganz charakteristisch für das 20. Jahrhundert. Neben den Zerstörungen des Krieges bezieht sich Tolkiens Werk auch auf eine andere große Problematik des 20. Jahrhunderts, die Umwelt. Eines der auffallenden Dinge, eines der außergewöhnlichen Dinge im Herrn der Ringe im Vergleich zu anderen Büchern, ist die intensive Wirklichkeit der Natur, diese nichtmenschliche Natur. Die Umwelt ist im Herrn der Ringe auf sehr kraftvolle Art präsent. Die Berge, die Wälder, die Flüsse und die verschiedenen Landschaftsformen, alle haben sie ein Volk, das dort lebt oder mit ihnen in Beziehung steht. Die Zwerge leben in den Bergen, die Elben in den Wäldern und so weiter. Jedes Mal ein Volk, das an seine natürliche Umgebung angepasst ist. Ich denke, ganz Mittelerde ist ein einzelner Charakter mit verschiedenen Erscheinungsformen. Tolkien verspürte tiefe Zuneigung zur Natur. Er kombinierte diese Liebe mit seiner profunden Bildung und seiner Begabung, Geschichten zu erzählen. Das alles fügte er zusammen und es stellte sich als eine sehr starke Verbindung heraus. Eines ist klar, der Herr der Ringe hat alle Voraussetzungen für ein Meisterwerk. Der Herr der Ringe erstaunt auch wegen der Tiefe und der Vielzahl der Leserreaktionen. Kein anderes Werk des 20. Jahrhunderts rief so unglaubliche Reaktionen hervor. Das reicht vom Kauf von kleinen Figuren bis hin zum Zusammenstellen von Analysen der linguistischen Strukturen von Tolkiens erfundenen Sprachen. Es gibt jedoch einen interessanten Kontrast und manchmal auch einen Konflikt zwischen den Ansichten der literarischen Experten und der einfachen Fans. Besonders gern habe ich den Bericht des Herausgebers über den ersten Band gelesen, Die Gefährten. Wer wird all diese hunderte von Seiten über seltsame Charaktere mit bizarren Namen lesen? Vielleicht niemand. Aber dennoch denke ich, es ist ein geniales Werk und mit klopfendem Herzen empfehle ich die Veröffentlichung. Schon bei der ersten Auflage des Herrn der Ringe kam es zu einigen seltsamen Buchkritiken. Ein Kritiker sagte einmal, dies ist ein sehr nettes Buch. Alle guten Jungs kommen nach Hause und alle sind glücklich und zufrieden. Er kann das Buch nicht gelesen haben. Als das Buch herauskam, herrschte Interesselosigkeit. Es gab nicht mal viele Kritiken. Es gab einige, die ziemlich freundlich waren, aber die meisten waren sehr kritisch, gehässig und ablehnend. Als Edmund Wilson Axel's Castle schrieb, sagte er sehr klar, dass man gegenüber allen Dingen immer aufgeschlossen bleiben soll. Er erklärte, wenn man neue Schriftstücke in die Hände bekommt, dann sollte man sie nicht als Unsinn, Geschwätz oder Geschwafel charakterisieren. Man sollte immer daran denken, dass es manche Leute mögen, und das sollte man ernst nehmen. Dann aber, als der Herr der Ringe herauskam, war das Wort, das er tatsächlich benutzte, Geschwätz. Warum sagte er erst, man sollte es nicht verwenden, und dann verwendet er es selbst? Ich glaube, dass Edmund Wilson an den Ulysses von James Joyce dachte. Er war einer der größten Anhänger davon gewesen.
Es wurde als Unsinn, Geschwätz und Geschwafel bezeichnet. Und er wollte sagen, nein, man muss offen sein. Offen für Dinge, die mir gefallen. Aber was Dinge angeht, die ich nicht mag, da kann man verschlossen bleiben. Der einzig wahre Große war C.S. Lewis. Er schrieb eine wundervolle Kritik, was ziemlich großzügig war, denn Tolkien hatte sich nicht immer besonders freundlich über Lewis geäußert. Dieses Buch ist wie ein Blitz aus einem klaren Himmel. Es ist zwar absolut unangebracht, dass in diesem Buch der Heldenroman glorreich, ausdrucksvoll und unbeschämt plötzlich in einer Zeit aufgetaucht ist, die in ihrer Antiromantik schon fast krankhaft ist. Aber in der Geschichte des Romans selbst, eine Geschichte, die zurückgeht zur Odyssee und noch weiter, stellt dieses Buch keine Rückkehr dar, sondern einen Fortschritt, eine Revolution. Es ist die Eroberung eines neuen Gebiets. David Hartwell, Herausgeber bei Tor Books, hat viele der Fantasy-Veröffentlichungen vor und nach dem Herrn der Ringe mitverfolgt. In den 50er Jahren und den frühen 60ern werden in den USA im Bereich der Fantasy-Literatur fast nur Science-Fiction veröffentlicht. Worüber man sprach und was im Mittelpunkt der Gespräche stand, war Science-Fiction, nicht Fantasy. Dann gewann Tolkien den International Fantasy Award. Aber das war ein Science-Fiction-Preis. Danach druckte Don Walheim den Herrn der Ringe als Taschenbuch in großer Auflage, allerdings ohne viel Geld für die Vermarktung auszugeben. Aber er brachte die Bücher heraus und sie verkauften sich und gingen weg wie warme Semmeln. Hunderttausende Exemplare verkauften sich schon in der ersten Auflage. Ian Ballantyne beschloss, dass er nun auch die autorisierte Ausgabe veröffentlichen könnte. Er kontaktierte Tolkien und bat ihn, kleine Korrekturen am Text vorzunehmen. Ballantyne wusste natürlich, dass er auf einer Goldmine saß. Er verpackte die Trilogie neu und veröffentlichte zusätzlich die anderen Tolkien-Bücher. Er verkaufte viel mehr Exemplare, als Donald A. Walheim über die Jahre verkauft hatte. Genug jedenfalls, um die Stromrechnung seines Unternehmens für die nächsten Jahrzehnte zu bezahlen. Natürlich hat Tolkien viele andere Fantasy-Autoren beeinflusst. Als der Herr der Ringe einschlug, und er schlug gewaltig ein, da öffnete er die Tore für den Fantasy-Bereich. Und ich wurde davon mitgerissen. Ich schrieb das letzte Einhorn und auch den Rest meiner Bücher. Tolkien schlug wie eine Bombe ein. Vor Tolkien gab es nur sehr wenige Fantasy-Bücher. Aber Tolkien hatte einen großen Einfluss auf viele Menschen, die dann selbst Fantasy schrieben. Und plötzlich begannen viele damit, zum ersten Mal Fantasy-Romane zu lesen. Weil der Herr der Ringe so dick war, kam er in 3 Bänden heraus. Das lenkte die Aufmerksamkeit der Herausgeber darauf, dass es schön war, ein Buch gut zu verkaufen, aber noch besser, wenn es 3 waren. Tolkiens große Popularität brachte die Herausgeber dazu, alte Fantasy-Romane neu aufzulegen. Das brachte jedoch nicht das große Geld, auf das die Herausgeber gewartet hatten. Und letztendlich war es ein finanzielles Desaster. Nur der Herr der Ringe hatte weiterhin Erfolg. Trotz hoher Verkaufszahlen und seiner ungebremsten Beliebtheit, oder vielleicht gerade deshalb, wird der Herr der Ringe von den Literaturkritikern mit Gleichgültigkeit oder gar Feindseligkeit behandelt. Als das Millennium kam, gab es all die Wettbewerbe, um das beste Buch aller Zeiten zu finden. Und Tolkien gewann. Das machte das Literaturestablishment natürlich verrückt. Denn es ist offensichtlich ein sehr beliebtes Buch. Es wird von ganz normalen Menschen gelesen. Die Leute können es verstehen. Wir Literaten mögen keine Bücher, die man verstehen kann. Es ist eine sehr elitäre Reaktion. Sie sind eine Elite. Und hier ist ein Buch, das Zweifel über alles ausdrückt, was sie sehr schätzen. Ein Buch, das die Hitlisten gestürmt hat. Wo ist im Herrn der Ringe die tief verwurzelte Angst, die kommt, wenn man erwachsen wird und mit seiner eigenen Geschlechterrolle kämpft? Das muss man drin haben, sonst ist man als Autor nicht glaubhaft. Sie sahen Tolkien als große Bedrohung, etwas, wovon ihre Karriere abhing oder ihr Lebensweg. Und das galt vor allem für die Literaturbewegung, bekannt als Modernismus.
Ich denke, eines der Dinge, die sie wirklich an Tolkien ärgerte, war, dass er sagte, der Modernismus ist nicht modern. Und dass die Dinge, die sie für alt, antiquiert, vergessen und so weiter hielten, tatsächlich immer noch lebendig wären, immer noch zeitgemäß und immer noch voller Kraft. Sie dachten, sie wären den ganzen Kram los. Sie dachten, sie hätten ihn umgebracht und an der Straßenkreuzung begraben, mit einem Pfahl durchs Herz gebohrt. Und sie wollten nicht, dass das Alte wiederkommt. Besonders, wenn sie sich davon bedroht fühlten, dass sie und die Literatur, die sie unterstützten, zu den Verstaubten, den Gelehrten, den Staubtrockenen gezählt würden. Der Erfolg spricht wirklich für sich selbst. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt lieben sein Werk. Der vielleicht beeindruckendste Einfluss des Herrn der Ringe war die unglaubliche Kreativität, die er freisetzte. Tolkien hat auch mich beeinflusst. Er hat mich in das Fantasy-Genre eingeführt und ließ mich glauben, ja, dies ist meine Heimat, hier gehöre ich hin, so bin ich. Ich sah mich von da an als jemanden, der Science-Fiction und Fantasy schreiben wollte. Für Growing Wings versuchte ich, die wirklich alltäglichen Dinge zu beschreiben, wie es wäre, Flügel zu haben. Ich denke, das war eine Art, wie er mich beeinflusst hat. Ich interessiere mich für jedes Detail. Meine neueste Serie, die Neandertal-Parallaxe, besteht aus drei Büchern: Hominids, Humans und Hybrid. Damit wollte ich wirklich ein Gefühl erzeugen, dass die Neandertal-Welt, die ich darstellte, haltbar und glaubhaft war. Und wieder ist es ein Tribut an Tolkien. Man liest etwas über Mittelerde und man sagt, ich kenne dieses Land. Mit dem Herrn der Ringe ist es so. So oft ich ihn auch lese, es ist immer wieder ein Ort, an den ich heimkehren kann und nachdenken. Ich muss nicht versuchen, mich selbst davon zu überzeugen, dass diese Welt existiert. Tief in meinem Herzen glaube ich wirklich an das, was darin passiert ist und existiert hat, und ich bin darüber sehr froh. Diese Tiefe, dieses Niveau, auf dem wirklich eine imaginäre Welt entsteht, die glaubhaft und real erscheint. Tolkien hat das Ziel sehr hoch gesteckt und alle von uns haben versucht, es ansatzweise zu erreichen, ihm nahe zu kommen, wegen der großen Leistung, die er erbracht hat. Ich denke, ich war begeistert von der Idee, dass Mittelerde so lebendig in der Beschreibung wirkte und dass es interessant wäre, zu versuchen, diese Fantasy-Ideen zu fokussieren mit wirklich realistischen Bildern, zu versuchen, eine Brücke zwischen den Welten zu bauen. Ich dachte, so kann die Kunst wirklich Fantasy anwenden. Es ist der Sinn, er ist auf jeder Buchseite, er ist in der Schrift und der Künstler kann ihn nehmen, darauf aufbauen, etwas schaffen, was man ansehen kann und auf eine neue Art erfahren, intensiver erfahren. Die Illustration, an der ich gerade arbeite, wird Erscheinung heißen. Und ich arbeite gerade an einem Kalender über die zwei Türme. Ich nehme chronologische Szenen, ungefähr 13. Ich habe eine Skizze gemacht, eine kleine, schnelle Skizze, und es schien genau zusammenzupassen. Ich sah es vor meinem geistigen Auge. Also habe ich schnell eine Farbskizze gemacht, mit Wasserfarbe. Dann setzte ich mich hin und habe ein großes Bild gemalt. Dann bin ich in die Bücherei gegangen und habe einen Haufen Bücher geholt, damit ich noch mehr Ideen bekomme, auf die ich mich beziehen konnte. Jetzt mache ich weiter mit ein paar Details und ein paar Veränderungen. Ein bisschen hier und dort.
Ich beginne mit einem Hintergrund, mit einem Aquarell und einer Art flachem Pinsel. Dann verfeinere ich es mit Airbrushing, das ist etwas detaillierter, und ich vermische alles, bis ich das bekomme, was ich will. Dann mache ich ein Overlay und dann ein Bild der Charaktere. In dem Buch gibt es Stellen vor Zärtlichkeit. Das ist vielleicht nicht gerade modern und man könnte es für schmalzig halten, für gefühlsduselig. Und das wird tatsächlich manchmal an diesem Buch kritisiert. Aber ich denke, das ist das Herz des Buches. Es ist eine menschliche Geschichte, eine sehr, sehr ergreifende menschliche Geschichte. Wie Tolkien einmal selbst gesagt hat in einem seiner Briefe, wenigstens in einer idealen Welt träumte er von einer Mythologie, in die andere Menschen eintreten könnten und nicht nur unter seiner Führung. Sie sollten dort schließlich selbst den kreativen Prozess aufnehmen, in welchem Gebiet auch immer, egal ob es Musik ist oder Schreiben oder Dichtung. Sie sollten darin weitermachen und diese Mythologie unterstützen. Ich glaube, die Musik ist das grundlegende Mittel, bei dem dies passiert. Die CD The Starlet Jewel enthält 13 Lieder vom Herrn der Ringe und dem kleinen Hobbit. Die eine Hälfte kommt von Marion Zimmer Bradley, die andere von uns beiden. Wir spielen die meisten Instrumente auf der Aufnahme, die keltische Harfe, Gesang, Gitarre, Blockflöten. Die anderen zwei Mitglieder unserer aktuellen Band, die keltische und Renaissance-Band Brosliant, sind auch auf dem Album und wir spielen das alles auch auf unseren Konzerten. Meine Mutter sang all diese Lieder für mich, als ich ein Kind war. Sie hat die Texte gelesen und dann gleich ein Lied erfunden und gesungen. Wir versuchten nur Instrumente zu verwenden, die in Tolkiens Werk erwähnt werden. Also arrangierten wir die Stücke für Harfe, Flöten und Pfeifen, für Gesang und für Saiteninstrumente. Wir versuchten daraus etwas zu schaffen, das neben den Büchern existieren kann. Ob die literarische Elite Tolkiens Werk weiterhin zurückweist, ist nicht von Bedeutung. Peter Beagle bringt es auf den Punkt. Tolkiens eigener Vierzeiler über den Herrn der Ringe, er schrieb ihn zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Leben. Der Herr der Ringe ist eines dieser Dinge, wenn man ihn mag, na gut, wenn nicht, dann wird gebuht. An der weit verbreiteten und dauerhaften Beliebtheit des Herrn der Ringe gibt es nichts mehr zu rütteln. Schade, dass das Buch nicht ein bisschen früher eingeschlagen hat. Als J.R.R. Tolkien diese Worte 1968 sagte, konnte er noch nicht vorhersehen, wie weit verbreitet und dauerhaft sein Werk werden würde. Es ist, als ob Tolkien diesen riesigen Felsen in den See geworfen hätte und die kleinen Wellen sind überall hingekommen. Sie sind ein bisschen verformt und nicht mehr so kräftig wie zu Beginn, aber man kann sie noch überall spüren. Ich glaube nicht, dass das übertrieben ist. Es gibt andere Schriftsteller von seinem Format. Aber nicht viele. Erstaunlich ist, dass er fast 50 Jahre nach der Erstveröffentlichung noch einen lebendigen Einfluss auf das hat, was geschrieben wird. Der Herr der Ringe ist nach wie vor eine wichtige Inspirationsquelle für die meisten jungen Fantasy-Autoren. Solange dies so ist und es keine Zeichen für eine Änderung gibt, bleibt der Herr der Ringe ein lebendiges und kulturell beeinflussendes Werk. Über den kommerziellen Nutzen hinaus ist etwas im Herrn der Ringe, das ziemlich traurig ist. Es ist das Trauern um etwas Verlorenes. Ob es das ländliche England Tolkiens ist, das ist schwer zu sagen, aber es ist jedenfalls da. Es ist keine depressive Traurigkeit, wie jeder weiß, der das Buch gelesen hat. Es ist eine Schönheit in dem Buch. Es ist eine tiefe Schönheit.
Es ist unsere Welt. Es ist kein weit entfernter Planet. Das ist die Erde und das ist unsere Mythologie. Erkennen wir das, dann wissen wir, wo wir herkommen. Ich glaube, das ist die Botschaft, die die Menschen vom Herrn der Ringe bekommen. Letztendlich gibt das Buch ihnen Hoffnung. Selbst wenn uns eine Aufgabe aussichtslos vorkommt, wenn die Dinge nicht gut aussehen, gibt es immer noch eine Hoffnung. Wenn wir zusammenhalten und ohne Gewalt für das kämpfen, was uns wichtig ist, wenn wir nicht das Spiel des Feindes spielen, dann wird alles gut. Tolkiens Buch ist zeitlos. Es ist zeitlos aufgebaut und wird immer von Bedeutung bleiben. Die Geschichte in dem Buch ist selbst immerwährend und zeitlos. Gut und böse, freier Wille, Selbstaufopferung. Solange wir nicht in Barbarei verfallen, werden die Menschen das Lesen nicht verlernen. Das wäre eine wirkliche Gefahr. Aber vorausgesetzt, dass die Leute das Lesen nicht verlernen, ist die Position des Herrn der Ringe als Teil der klassischen Literatur und als Klassiker der Mythologie gesichert. Es gibt Menschen, die entfremdet und isoliert sind. Und ich denke, der Herr der Ringe gibt ihnen einen Platz, an dem sie sehen können, dass der Wert von Loyalität, Freundschaft und Engagement für ein gemeinsames Ziel etwas bedeutet. Gott weiß, wir haben in den letzten 100 Jahren unglaublich viel Herzzerreißendes gesehen und Tragödien und Gräueltaten erlebt. Wir leben wahrhaftig in einer sehr dunklen Welt. Wir wissen nicht, was uns die Zukunft bringen wird. Ich denke, der Herr der Ringe repräsentiert ein Gefühl der Übereinstimmung und Klarheit bei der Frage, um was es geht und wie wir darauf reagieren können. Man muss einfach für sein eigenes Verhalten verantwortlich sein. Das Buch kann helfen, ein Gefühl für ein Leben zu bekommen, das auf bestimmte ehrbare Prinzipien aufbaut. Es verkörpert das Beste, was ein Roman sein kann. Es ist inspirierend und in gewisser Weise sogar anwendbar. Das Buch hat das Leben mancher Menschen verändert und ich glaube, das wird es auch weiterhin tun. Es hat vielen etwas gegeben, woran sie glauben können. Es hat ihnen den Wert kleiner Menschen gezeigt in einer Welt, die sie nicht kontrollieren können und die sie auch nicht verstehen. Und dies trifft sicherlich für das 20. Jahrhundert zu. Außerdem hat es ihnen ein Gefühl für die Schönheit gegeben, das viele von ihnen noch nicht kannten. Tolkien hat gesagt, wir sind immer noch in derselben Geschichte, haben große Geschichten nie ein Ende, die Geschichten hören niemals auf, aber die Menschen darin kommen und gehen. Und das gibt einem beides, die mystische und die direkte Dimension des Abenteuers. Als der Herr der Ringe herauskam und Erfolg hatte, sagten die Leute, gut, es läuft jetzt sehr gut. Aber natürlich wird das nicht so bleiben, das ist nur eine Modeerscheinung. Aber Sie behaupten das jetzt schon seit 47 Jahren. Tatsächlich könnte man genauso gut sagen, eine Modeerscheinung, die 47 Jahre andauert, ist vielleicht nicht nur eine Modeerscheinung. Vielleicht haben wir tatsächlich einen Klassiker vor uns. Der Herr der Ringe ist in Ländern wie der früheren Sowjetunion außergewöhnlich beliebt. Er ist so populär, dass man in Kasachstan verbietet, ein Tolkien-Fan zu sein. Ich glaube nicht, dass Tolkien das erwartet hat, aber so ist es nun mal gekommen. Und es ist ganz klar, dass sein Werk in den völlig unvorhersehbaren Umständen beim Auseinanderfallen einer ehemaligen kommunistischen Großmacht eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Ich weiß nicht, was für Auswirkungen das Buch auf den Rest des 21. Jahrhunderts haben wird. Aber für mich sieht es so aus, als könnte es zu einer weitergehenden politischen Reinterpretation in völlig unerwarteten Umständen kommen. Es spricht tatsächlich viel dafür, dass die Erfahrungen des letzten Jahrhunderts in das neue Jahrhundert weitergetragen werden. Und so steht der Herr der Ringe fest wie ein Leuchtturm. Er verbreitet sich wie frische, klare Luft in der Finsternis und der Schwermut des neuzeitlichen Lebens.
in the drabness and gloom of modern life. Die Straße gleitet fort und fort, weg von der Tür, wo sie begann, zur Ferne hin zum fremden Ort. Ihr folge denn, wer wandern kann. Und einem neuen Ziel sich weihen, zu guter Letzt auf müdem Schuh, kehr ich zur hellen Lampe ein, im warmen Haus zur Abendruh. Frodo übergab dem tapferen Sam das Rote Buch von Westmark, die Hobbit-Version des Herrn der Ringe. Tolkien hat uns seine Version geschenkt. Diese große und wundervolle Geschichte ist tatsächlich nur ein Teil der viel größeren Geschichte, die wir alle kennen und leben. Und du wirst in dem roten Buch lesen und die Erinnerung an das Zeitalter, das vergangen ist, lebendig erhalten, sodass die Leute der großen Gefahr gedenken und so ihr geliebtes Land umso mehr lieben. Und dabei wirst du so beschäftigt und glücklich sein, wie man nur sein kann, solange dein Teil der Geschichte weitergeht.